Hallo Leute, mein Name ist Aborg und heute spielen wir wieder Adopt Me. Heute versuchen wir mal uns ein bisschen was zu ertrainen von meinen Abonnenten. Ich habe ja in der letzten Folge mit PharaOS oder PharaOS schon ein paar Pets von meinen Abonnenten geschenkt bekommen. Danke, Grüße gehen raus nochmal an euch. Ich zeige euch nochmal kurz meinen Backpack. Das hier ist mein Starter Backpack und wir versuchen in dieser Folge mal unsere oder meine Abonnenten so ein bisschen, mich mir so ein bisschen hoch zu trainen. Und da ist schon der erste erschienen gerade, sehe ich schon gerade, Dragoslav ist erschienen und er weiß gar nicht, dass ich ein Video mache. Er schreibt mal Hi, ich antworte mal. Hey, mal gucken, was er jetzt macht. Mal gucken, was Dragoslav jetzt macht. Ich schicke ihn einfach mal eine Trade-Anfrage. Ich muss eben wissen, wie das geht. Mit 1. So. Ich habe ihn mal eine Trade-Anfrage geschickt. Und er hat angenommen, Leute. Er hat angenommen. Ich gebe ihm mal einen von meinen doppelten Affen. Ich habe ja einen Affe doppelt. Mal gucken, was er mir anbietet. Okay, es sieht aus, als hätte er keinen Bock. Es sieht aus, als hätte er... Doch, er gibt mir was. Er gibt mir ein Rentier. Ich bekomme ein Rentier. Das ist gut. Das nehme ich an. Das werde ich annehmen. Ich hatte nämlich noch kein Rentier. Ich habe jetzt accepted. Mal gucken, ob er auch accepted. Und accepted. Zack. Ja, mega. Jetzt habe ich schon direkt erstmal ein Rentier am Start. Video ist gerade angefangen. So sieht das jetzt. Ey, das sieht ja voll süß aus. Voll cool. Voll cool. Mal gucken, was ich noch so traden kann. Ich habe ihm jetzt gerade mal gesagt, dass ich aufnehme. Mal gucken, was er jetzt darauf antwortet. Mal gucken, was er jetzt sagt. So, ich nehme jetzt aber erstmal wieder meinen Emu. Der ist cool. Der hat auch einen schönen Hut. Oh, Penaten ist auch Endgame. Grüße gehen raus an Penaten. Penaten sagt, oha. Penaten freut sich auch, dass hier ein Video ist. Was sagt Dragoslav? Oh mein Gott, ich war noch nie in deinem Video drin. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Ich schreibe ihm jetzt mal, dass ich versuche, coole Pets zu traden. Mal gucken, was er jetzt sagt. Er sport ein Auto. Alles klar, okay. Kann ich da einsteigen? So, ich steige da einfach mal ein. Okay, das hat ihn so umgehauen, dass er da gar nichts mehr zu weiß. Mal gucken, was jetzt noch so in der Folge passiert, welche coolen Pets ich jetzt noch ertraden kann. So, ich habe mich jetzt mal zur Penaten teleportiert. Das ist eine Abonnentin von mir. Und ich schicke... Ich warte, bis sie merkt, dass ich jetzt neben ihr stehe. Okay, Penaten hat sich jetzt zu mir teleportiert. Mal gucken, was jetzt passiert. Hä? Leute, ich sehe gerade... LOL, irgendjemand hat mir ein Pet geschenkt. Ich stand hier gerade die ganze Zeit und jetzt hat mir irgendjemand hat mir dieses heftige Pet geschenkt. Ich glaube, das war Penaten, Alter. Wer war das? Ultra Rare, ein Red Panda. Ich habe mich gewundert, wo mein Emu ist und jetzt habe ich hier diesen mega coolen Panda. Mega nice, richtig cool, richtig süß. Voll heftig. Heftig, okay. Ich konnte also jetzt schon Penaten und Dragoslav hier dazu bringen, mir Pets zu schenken, mal gucken, oder zu traden, mal gucken, welche Abonnenten ich noch darum kriegen kann. Vegan for Life ist da. Ich komme da gar nicht hin. Ich drücke einfach mal auf Follow. Ach, sie ist in einem anderen Spiel. Ups, jetzt habe ich mich teleportiert. So, ich bin jetzt bei Vegan for Life und da ist sie. Da ist sie. Was bietet Vegan mir für einen Affen? Vorhin habe ich ja auch ein süßes Tier gekriegt für meinen Affen. Mal gucken, was sie mir bietet. Mal gucken, was sie mir anbietet. Okay, Vegan scheint keine Lust auf einen Trade zu haben. Das ist nicht gut. Ich lehne mal ab. Ich schicke Lina mal eine Trade-Anfrage. So, sie hat angenommen und ich gebe ihr auch mal den Affen. Mal gucken, was sie... Sie gibt mir einen Frosch. Alter. Okay, warte. Dafür muss ich dann den hier mit reinmachen. Hat sie da Lust drauf? Schade. Sie hat abgelehnt. Das eine Pet sah richtig krass aus, dieser Frosch. Dieser Frosch sah richtig heftig aus. Okay, ich glaube, hier bin ich falsch. Ich glaube, ich muss hier... Alter, das Haus sieht mega nice aus. Wenn ich eure Häuser mal abchecken soll, schreibt es mal in die Kommentare. Ey, das sieht richtig nice aus. Soll ich mal so eine Hausbewertung machen? Ich kenne mich mit den Adopt-Me-Häusern aber noch nicht so gut aus. Aber das sieht schon viel besser aus als mein Haus. Ach, und das ist ein Baumhaus von außen? Cool. Nicht schlecht. Und Lina läuft mir jetzt hinterher. Was möchte Lina jetzt? Lina hat so einen Wagen. Warte, ich hab auch so einen Wagen. Jetzt fahren wir hier mit rum. Wie cool. Ich laufe ihr mal hinterher. Vielleicht will sie mir was zeigen. Okay, ich glaube, sie will mir nichts zeigen. Sie geht jetzt in ihr Baumhaus. Okay, aber ich will traden. Ich teleportiere mich mal zu einem neuen Freund. Und zwar zu Ultraspeeder. Mal gucken, was Ultraspeeder von mir möchte. Da ist Ultraspeeder. Ich schicke Ultraspeeder mal eine Trade-Anfrage. So, er hat angenommen. Und ich gebe ihn mal... Mein Affen. So, mal gucken, was er mir für den Affen bietet. Oh, das akzeptiere ich. Diesen Hund. Ich weiß nicht, was das ist, aber das sieht cool aus. Das akzeptiere ich. Mal gucken, ob er annimmt. Und ich akzeptiere. Er hat auch akzeptiert. Nice. Okay, das ziehe ich direkt mal an, weil es ist, glaube ich, so ein Hut oder sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein Toy.
Das habe ich jetzt direkt erstmal equipped. Ach, das ist eine Leine. Wie cool ist das denn? Ey, wie cool. Dann kann mir mein Hund nicht mehr verloren gehen. Lol, jetzt bin ich im Haus. Okay. Aborg-Fan. Hier ist ein Aborg-Fan. Penaten. Okay, ich trade mit Penaten. Ich habe einen Trade-Request an Penaten geschickt. Und ich trade ihr. Sie gibt mir ein Gift. Und ich gebe ihr das Rentier. Das Rentier. Und ich will ein Pet haben. Ich will ein Pet haben, Penaten. Was kann ich dir noch geben? Was ist das? Ein Frog, ein Ultra. Ich muss ihr dafür aber auch ein Rare-Item geben. Ich gebe ihr so einen Fox und mein Rentier. Mal gucken, ob sie akzeptiert, ob sie mir den Frosch gibt. Ich akzeptiere. Oh, sie hat es gemacht. Krass. Okay, heftig. Jetzt hat mir Chaos Miner auch schon einen Trade-Request geschickt. Und den gebe ich dann einfach mal. Oh, so ein Pet habe ich ja schon. Den Red Panda habe ich schon. Ich nehme aber mal seinen Red Panda. Mal gucken. Ich pack da noch eine Snowcat mit rein. Vielleicht erweitert er das Angebot noch. Er schreibt, leg nichts rein. Okay, dann lege ich nichts rein. Ich accepte einfach, ne? Wenn er sagt, leg nichts rein, dann accepte ich. Ehrenmann. Okay, richtig cool, dass ich jetzt solche Dinge habe. Jetzt haben sich hier schon mega viele versammelt. Und Chaos Miner, kannst du mir mal in den Kommentaren erklären, warum du so einen richtig großen Affen hast? Der sieht richtig nice aus. In der letzten Folge habe ich ja mit Pharao eine große Schildkröte gesehen. Die sah auch richtig nice aus. Wie kriegt man diese großen Tiere? Da steht Flair. Ist auf jeden Fall interessant. Ich packe jetzt erstmal wieder mein Emu aus, weil der ist richtig cool. Ich finde ihn richtig süß. Okay, aber der ist müde, das heißt, ich muss erstmal schlafen gehen. Leute, Chaos Miner hat mir dieses Item gegeben, das habe ich ja schon mal, das ist mega cool. Damit kann ich mich ja hin und her schleudern, richtig cool, richtig nett. Ich frage jetzt mal, wie ich diesen Status legen kann, hier steht ja Abo. Und Cookie Stan hat mir ein Sandwich gegeben, auch danke dafür. Ey, mein Pet hat sogar Hunger. Moment, dann kann ich ja eigentlich schon mal, mein Pet füttern direkt hier mit dem Sandwich von Ultraspeeder. Danke, Ultraspeeder. Penaten hat mir ein Unhatched Egg gegeben. Oh, richtig nett. Richtig nett. Danke, Penaten. Richtig heftig. Okay, was kann ich... Jetzt muss ich das Pet erstmal ausbrüten. Und der Koala, der ist auch so süß. Oh, vielleicht habe ich auch immer mal einen Koala. Mann. Es geht ja richtig ab hier. Okay, ich habe mir jetzt mal den Frosch rausgeholt. Der Frosch ist auch mega cool. Wie der so springt, ne? Der springt. Richtig cool. Und Ultraspeeder hat sich zu mir teleportiert. Okay, ich hole jetzt erstmal das Egg raus, weil dann kann ich das nebenbei ausbrüten. Okay, jetzt fährt hier ein Zug lang. Alle in den Zug rein. Ah, und ich sitze im Zug drin. Ich picke mal mein Egg ab. So, jetzt fahren wir irgendwo hin. Mal gucken, ob jetzt alle reinkommen. Ey, das wäre cool, wenn ich auch so einen Train hätte. Dann könnte ich mit meinen Abonnenten, könnte sich jeder Abonnent hier reinsetzen und könnten wir eine Runde fahren. Das wäre so cool. Aber vielleicht kriege ich ja gleich noch Trade Requests. Ich schicke ihr mal einfach einen Trade Request. Mal gucken, ob sie annimmt. Okay, sie hat nicht angenommen. Sie hat abgelehnt. Und wir sind in der Luft und da sind wir. Jetzt sind wir angekommen in der Stadt und in der Stadt wird ja immer getradet, wie jeder weiß. Seit wann spielst du Adopt Me? Oh, ah, schnell einsteigen. Nein, nicht fahr nicht weg, fahr nicht weg. Oh nein. Oh, jetzt ist er zurückgekommen und einsteigen. Oh, sie hat das eingestellt, dass ich in der Familie sein muss. Heftig, das ist ein heftiger Diss. Okay, ich hole mir jetzt erstmal meinen Rennwagen zum Flexen und stell den hier mit hin. Ich glaube, Haka hat mir den gegeben. Danke dafür. So, mal gucken, was ich hier jetzt für Trade... Einer hat mir eine Trade-Request geschickt und ich gebe jetzt einfach mal diesen Red Panda rein. Ich will ein Pet haben. Ich will keinen Icepick Grappling Hook haben. Ich suche nur noch Pets. Ich will kein Item haben. Warte, ich gebe aber dafür mein... Ich habe ja so ein Ding doppelt. Das gebe ich dafür mit rein. Und accept. Accept. Mal gucken, ob... Okay, das hat er auch doppelt. Schwierig. Ich glaube, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Habe ich noch irgendwas doppelt, was ich... Okay, er hat den Trade abgelehnt. Schade, Schokolade. Chaos Miner hat gefragt, ob er mir sein Haus zeigen soll. Das kann er natürlich machen, aber das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge von Adopt Me. Da checke ich mal eure Häuser ab. Ich muss dafür natürlich wissen, ob ihr Adopt Me cool findet. Müsst mir das eben einmal erzählen. Hab das noch nie gezockt. Bin aber auch gejoint. XD, schreibt Cookie-Stern. Dafür hast du aber hier einen auffällig interessanten Skin, Cookie. Ich steige einfach mal bei Chaos Miner ein. Ah, ich muss in seiner Familie dafür sein.
Aber ich muss zum Pool. Dann kann ich mein Ei ausbrüten. Vielleicht fährt er ja zufällig zum Pool hin. Er fährt sogar zum Pool. Nein, nein, nein. Okay, ich springe runter und gehe zum Pool und mache eine kleine Poolparty mit meinem Cracked Egg. Oh, ich bin jetzt sogar unter Wasser. Mein Egg ist so schwer, dass ich runtergehe. Das muss ein fettes Tier sein. Ein richtig nices Tier, was ich hier rauskriege. Ey, wie cool, die hat zwei Pets in der Hand. Warum hat sie denn zwei Pets in der Hand? Ich würde auch gerne zwei Pets in der Hand haben können. Das ist ja mega nice. Oh, Chaos Miner hat so eine Stretch-Limo irgendwie. Wie cool. Und hier ist gerade jemand aufgestiegen vom Level. Ja, nice. Cool. Der wahre Bus ist auch da und hat mir eine Trade-Anfrage geschickt. Den gebe ich erstmal direkt den Red Panda. Mal gucken, was der wahre Bus mir anbietet. Der wahre Bus ist ein Freund von mir. Er bietet mir den Zug an. Alter, das kann er doch nicht annehmen, oder? Das kann er doch. Wenn er das annimmt, ist ja dann Respekt. Dann Respekt, Alter. Ich accepte, ne? Acceptet er auch? Acceptet er? Acceptet der wahre Bus? Nee, hat er nicht. Ein Pet-Egg, das ist rare. Okay, das accepte ich. HK ist auch wieder da. HK hat sich zu mir teleportiert. Hey, okay, ich accepte jetzt das Egg. Mal gucken, was er sagt. Er hat accepted. Alter, er hat accepted. Ich habe jetzt ein Pet-Egg, ein rare Pet-Egg. Richtig nice. Richtig nice, ey, heftig. Heftig, heftig. Oh Mann, Leute, das geht richtig ab mit euch. Ich muss jetzt erstmal mich um das Pet kümmern. Um das Egg kümmern und erstmal hier dem Egg ein bisschen Wasser geben. So, und ich würde sagen, ich warte nochmal kurz. Ich warte jetzt nochmal kurz in der Stadtmitte. So, einmal kurz hier in der Stadtmitte reingehen. Mal gucken, was noch passiert, ob ich noch eine Trade-Request kriege. HK hat so cool, so einen coolen Rollending. Aber was ich noch gesehen habe, oh, einer schickt mir eine Trade-Anfrage. Da gebe ich auch direkt mal hier wieder den Red Panda rein. Big Brew Potion. Was bringt das? Ich keine Ahnung, was das bringt. Aber ich will ein Pet haben. Ich will nicht dieses Item haben. Lol, der wahre Bus hat mir einen Schlitten gegeben. Erstmal direkt ablehnen. Ich hab einen Schlitten gekriegt von der wahre Bus. Lol, warte. Das ist rare. Alter, heftig. Okay, warte. So, jetzt habe ich den Schlitten wieder. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Oh Mann, ey. Mann. Und da hinten ist wieder ein fliegendes Pet. Wie cool. Ja, vielleicht habe ich auch bald ein fliegendes Pet. Mal gucken. Aber ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir können das gerne nochmal machen. Ja, sagt gerne euren Adopt-Me-Freunden Bescheid, dass ich jetzt auch ein paar Adopt-Me-Videos mache. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.